587. Conflict spans the stars. Huge armies are locked into an enduring stalemate. Only one force can help them now. The Awesome Bots. Und damit heiße ich da mal willkommen zur zweiten Folge von Ich teste. Dieses Mal habe ich mir die Demo von Away Some Nauts vorgenommen und worum es sich dabei handelt, sehen wir im Folgenden. Ja, die wenigen Textpassagen eben haben die Handlung, wenn man sie denn so nennen will, direkt schon mal umschrieben. Kurz zusammengefasst heißt das zwei Teams, zwei Basen und dazwischen gibt es dann jede Menge Geballer. Wie genau das aussieht, das gucken wir uns jetzt mal an. Zu Beginn durchläuft man erstmal so eine Art Tutorial. Wie man hier sieht, dort wird einem erstmal die grundlegenden Mechaniken erklärt, in diesen kleinen Infokästchen, die hier immer mal wieder aufploppen. Und da wird man erstmal mit der Steuerung vertraut gemacht. So, jetzt zum Beispiel sollen wir in den Shop gehen und uns da mit dieser Dynamit-Fähigkeit ausrüsten. Dieses Upgrade. So sieht der Shop dann aus. Dort können wir dann mit den eingesammelten Solar, das ist diese Währung, die es hier in den Level zu finden gibt, eben damit ausrüsten oder diverse andere Fähigkeiten kaufen. So, und hier haben wir jetzt unsere Basis, oder wie es hier heißt, der Bohrkern. Den müssen wir vor dem gegnerischen Team schützen. Und entsprechend den Kern des anderen Teams versuchen zu zerstören. So, und damit wir es unseren Gegner nicht allzu leicht machen, gibt es dann solche Geschütze, die bemannt werden können zur Verteidigung, damit man hier nicht einfach so durchspazieren kann. Und natürlich haben auch unsere Gegner solche Geschütze, die wir natürlich, wenn wir an die Basis wollen, entsprechend zerstören müssen. Da man so im Frontalangriff kaum eine Chance hat, kann man dann solche Druiden vorschicken, die hier nochmal kurz in diesem Textfenster eingeblendet werden, die das Feuer dann auf sich lenken und man dann mehr oder weniger etwas ungestörter auf die Geschütze gehen kann. So, und ist man dann irgendwann bei der Basis des Gegners angekommen, muss diese entsprechend natürlich zerstört werden. Soweit dann zur Einführung. Jetzt können wir auch den Trainingsmodus spielen oder eben direkt ins Gefecht. Online. Neben dem individuellen Spiel und dem schnellen Spiel dann eigentlich der Hauptmodus. Ins Gefecht werden wir uns auch gleich mal direkt stürzen, was ja im Grunde nichts anderes ist als das, was wir schon eben gesehen haben. Nur, dass es dieses Mal mit menschlichen Gegnern stattfindet. So, und bevor es jetzt losgeht, können wir uns zwischen einer von drei Spielfiguren entscheiden. Dann nehmen wir jetzt mal wieder diesen Sheriff. Und dann haben wir das übliche Bild. Hier ist wieder der Shop, wo wir uns dann diverse Upgrades kaufen können. Mit den entsprechend eingesammelten Solar. Das sind diese hier weißen Würfel. Die goldenen sind natürlich etwas mehr. Ja, und dann geht es auch schon direkt rein ins Getümmel. Auf den vier Aktionstasten liegen dann unsere
Fähigkeiten, was man hier rechts unten ja sieht. Und mit Druck auf L1, längerem Drücken auf L1, kann man sich zurück zum Shop beamen, wenn es dann mal mit der Energie knapp wird zum Beispiel. Oder wenn man sich dann entsprechend andere Upgrades kaufen möchte und nicht zurückrennen will. Ja, stirbt man, dann gibt es hier diesen Raketenflug, mit dem man auch nochmal Solar einsammeln kann. Also bis man dann wieder auf den Boden aufschlägt und dann wieder aufs Neue angreifen kann. Es sei noch erwähnt, dass die Online-Spielmodi alle zeitlich begrenzt sind. Man hat insgesamt 30 Minuten Zeit, aber das ist auch völlig ausreichend, um mal alles antesten zu können. Das passt soweit. Mein Fazit. Away Some Nauts ist ein bunter Action-Brawler, der schneller lernt und für ein paar unterhaltsame Runden zu haben ist. Sein größtes Spaßpotenzial entfaltet der Titel natürlich im Online-Spiel mit menschlichen Gegnern. Ob einem das jetzt knapp 10 Euro für die Kollision wert ist, muss natürlich jeder selbst entscheiden. Von mir gibt es, jedenfalls aufgrund des kurzweiligen Spielprinzips, nur eine eingeschränkte Kaufempfehlung. Ja, das war es eigentlich auch schon von mir. Damit verabschiede ich mich und sage bis zur nächsten Folge. Tschüss!